Herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. So, auf tödliche Obsession. Meine Freundin ist jetzt um einiges weitergekommen und ich würde jetzt mal sogar fast sagen, schon fast fertig mit dem Spiel. Zumindest von der Story her. Von daher kann ich jetzt wieder etwas mehr aufnehmen oder etwas weiter aufnehmen. Und deswegen bin ich wieder hier mit euch. Okay, los geht's. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken, was wir machen könnten. Ich glaube, das Jahr ist wieder neu da. Das holen wir uns gerade mal. Das gibt gut Gold und wir sind ja gerade hier. Als Eimer ins Wasser planschen. Wir haben ja schon längst, sage ich jetzt mal, erfahren, dass wenn man immer wieder hin und her reist oder sowas... Was? Ist voll? Wenn man immer wieder hin und her reist, dann kommt alles immer wieder neu hervor und man kann sich die Taschen wieder vollhauen. Also in dieser Hinsicht... Tödliche Obsession? Schwierigkeitsgrad? Na, okay. Wo es weniger Ressourcen zu finden gibt und sowas, ist in der Hinsicht eigentlich... Ja, nicht mehr so. So, dann gehen wir erstmal hoch zum Markt, verkaufen mal wieder ein paar Sachen. Ich habe ja eben gerade beim Jade auch gemerkt, scheiße, ich kann gar nicht mehr aufnehmen, ist schon alles voll. Und uns fehlt hier immer noch ein so ein komisches Ding, wo wir uns reinhängen müssen. Die Frage ist echt, wo das nur sein soll. Denn ich weiß es nicht. Und das ist das Einzige, was mir auch fehlt. So, hier sind wir schon beim Laden. Guten Tag. So, verkaufen wir doch mal was. Oder wir haben schon viel Gold, das heißt, das hier können wir kaufen. So, verkaufen. Bisschen Gold. Ein bisschen Jade. Stoff haben wir noch genug Platz. Hier können wir ruhig ein bisschen was verkaufen. Okay, dann verkaufen wir auch mal ein paar. Ach, was er so schön reden kann. Bergungsgut haben wir aber nicht viel. Okay, was sind das hier eigentlich für Bögen? Ein Bogen, der schön auf der Stärke auf Schaden hat, wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, oder? Das ist, sieht doch gut aus. Wir kaufen uns das Teil mal, das sieht doch... Ich weiß ja auch nicht. In der Hinsicht haben wir ja ein bisschen mehr Auswahl dann. Was hat die Frau nochmal? Keine Waffen, nichts. Okay. Ach so. Wir kaufen mal ein bisschen Bergungsgut. Wir haben ja sowieso genug Geld. Und gehen einfach mal zurück ins Lager und schauen mal, was dieser neue Bogen so drauf hat. So. Inventar. Der hier ist neu. Adlal-Bogen. Siehst du, der macht sogar jetzt schon mal mehr Schaden als den, den ich hier ausgewählt habe.
Ungefähr wie der Pokerhook. Dann wird der hier wahrscheinlich besser werden. Auf jeden Fall. So gesehen fast voll. Mein Holz ist leer. So, den tun wir gerade mal ausrüsten. Sehr schön. Das, genau, das haben wir ja ausgewählt. So, damit hätten wir den auch fertig. Damit hätten wir fast alles fertig. So. Haben wir da schon mal gute Sachen ausgewählt, denke ich mal. Ach ja, stimmt, wir haben ja noch ein Outfit, was wir neu gekauft haben. Können wir es sogar herstellen. Reduziert erlittene Schaden durch Kugeln um Pfeile. Das ist doch schon mal geil. Und sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, ehrlich gesagt. Aber da wir ja noch hier in dem Dorf unterwegs sind, brauchen wir das hier. Sehr schön. So, dann kann man wieder alles mögliche hier einsammeln. Holz habe ich ja jetzt erstmal wieder so gut wie gar nichts. Hä? So, ganz ehrlich, ich möchte endlich mein letztes Ding hier finden, wo ich mich dranhängen muss. Das wird mir echt langsam zu blöd, dass ich das einfach nicht finde. So, da bin ich wieder. Ich habe es jetzt doch geschnitten, weil das bringt ja nichts, wenn ich die ganze Zeit mit Zoom beschäftigt bin. Nachdem ich jetzt hier alles nochmal nachgeguckt hatte und dann plötzlich hier, deswegen dieser eine kurze Szenenabschnitt, leider zu spät auf Aufnahme gedrückt. Ich wusste nicht, dass hier nochmal was Neues passiert. Da hatte Jonah gesagt, dass die jetzt hier in der Höhle drin sind. Dass ich da hinkommen soll, also nicht mehr hier oben in der Höhle. Ja, jetzt bin ich halt, habe ich da dann nochmal alles nachgeguckt und hier, wie gesagt, nochmal. Und da habe ich aber nichts gefunden. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt geht's nochmal hier nebenan ins alte Dorf. Was hier runtergekommen ist. Da geht's zur verborgenen Stadt direkt geradeaus. Und hier direkt über ein Lager hängt das scheiß Ding, ey. Jetzt muss ich nur noch da oben dran kommen. Ich glaube von dort. Oh Mann. Ja. Bitte was? Jetzt hüpft sie nicht. Dezimaler Absturz geht doch endlich, meine Güte. Ein Fähigkeitspunkt. Jetzt haben wir endlich alle Herausforderungen hier. Meine Güte. So, ich habe mir als nächstes gedacht, wir gehen jetzt hier hinten rein in diese Prüfung, die wie man hier machen soll, keine Ahnung. Hier gibt es ja doch einiges zu finden und das machen wir jetzt auch. Ne, dafür brauchen wir uns eigentlich nicht umzuziehen, denke ich mal. Falsche Richtung. Das nehmen wir trotzdem noch mit. Können wir da eine Schnellreise machen? Haben wir da ein Lager? Nee, haben wir noch nicht.
können wir auch laufen. So, da lang. Haben sie auch schlau gelöst, sie mit diesem langsamen Durchwarten wegen der Ladezeit. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Natürlich habe ich in der Zeit, wo ich noch umgesucht habe, noch einiges eingesammelt, so an Ressourcen zumindest. Aber ihr habt in dieser Hinsicht nichts verpasst. So, dann gehen wir doch mal hier in diese Höhle. Sieht natürlich sehr einladend aus, diese Höhle. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Das ist mein neuer Bogen, ja, sehr schön. Bisschen Fett und Haut. So, jetzt passiert endlich wieder was Neues, auch für euch. Oh, hier oben haben wir einen antiken Mülleimer. Da haben wir noch mal ein bisschen Haut und Fett wahrscheinlich. Und da liegt ein Relikt. Aztekisch. Geschnitztes Abbild einer wilden Bestie. Das muss der Nahual sein. Die mystische Bestie, die den Menschen am Rand von Paititi auflauert. Oh. Sehr beruhigend. Na, hoffentlich laucht die uns nicht auf. Das ist so eine Art Opferstelle dafür. Ich weiß es nicht. So, alles weitere findet sich erst hier hinten. So, was finden wir hier überhaupt? Was ist das? Albino-Wasserschwein. So, das war mein erster Affe, den ich abgeknallt habe hier. Abgeschossen. Oh, guck mal an, eine Forschertasche. Geheimnisse entdeckt. Was haben wir denn jetzt schon wieder entdeckt? Zwei Überlebensverstecke hier. Was ein Glück, hier in der Stadt nichts Neues. Langsam und vorsichtig. Wir wollen ja nicht dieses Albino-Dings hier verjagen. Ich höre hier auf jeden Fall irgendetwas laufen. Ein Hase. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ein Affe. Gibt nur Normalhaut, also nichts weiter. Ich würde sagen, das war das Albino-Ding. Jupp. So. Und wir haben auch direkt mal nebendran Dings gefunden. Ein Herausforderungsgrab und ein Lager. Das ist hier oben. So, zwei Fähigkeitspunkte. Das bringt uns nichts. Jetzt können wir uns aber trotzdem mal was anderes anziehen wieder. Einfach nur zum Sammeln dann irgendwie was.
Okay, da haben wir eigentlich überhaupt nichts in dieser Hinsicht. Dann ziehen wir am besten das hier an. Schaden verringern ist immer besser. Hier mal das da. Sehr schön. Okay. Eine Schulter frei. Sehr schön. Irgendwo links auf der Seite haben wir ganz hinten ein Überlebensversteck. Ah ja, hier hinten wahrscheinlich, genau. Okay. Die Musik klingt sehr beruhigend. Dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Ein Herausforderungsrad. Erkunden Sie, um den Eingang zu finden. Erkundet. Da unten ist er. Ach so. Muss ich da gerade nochmal gucken, was war jetzt nochmal... Das war verkehrt. Auch verkehrt. Das da wollte ich. Da unten, okay. Eigentlich hätte ich ja auch so rumgucken können. Hier unten sind die Lichtverhältnisse nicht so scheiße. So, was haben wir denn hier? Gold. Plus 7. Da haben wir sogar noch einen Mülleimer. So, Luft. Ein kleiner Raum. Gefüllt mit Wasser. Und da geht's so weiter. Wir haben ja nichts übersehen, nehme ich mal an. Irgendwie rechts von uns kommt dann wahrscheinlich hier sowas. Oh. Das sieht ja mal sehr beruhigend aus. Links von uns. Vielleicht doch hier oben? Nee. Komisch, hier gibt es aber noch kein Überlebensversteck. Auch wenn ich direkt daneben bin. Nee. Na gut, dann schwimmen wir erstmal weiter. Jetzt eigentlich quasi genau hinter uns. Aber ich glaube, hier ist keins. Nicht wirklich. Vielleicht finden wir das auf dem Heimweg. Auf dem Rückweg. Oh. Unbekanntes Gebiet, Herausforderungsgrab. Blöd, dass es nie eine Karte für so ein Herausforderungsgrab gibt. Man sieht immer nur die obere Weltkarte, so gesehen. Eine finstere Begrüßung. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Auf jeden Fall. Ja, ne? Also man sieht jetzt nicht von dem Herausforderungsgrab die Karte, sondern einfach nur hier oben drüber noch die Welt. Die so hier über uns ist, das ist echt blöd. Da weiß man jetzt nie, ist es jetzt oben oder ist es hier unten? Es kann aber auch eher oben sein.
Da geht's hin. Da haben wir ein Lager. Und direkt ein Wandgemälde. Was haben wir da? Eine Darstellung von Ixchel. Wie die Mondgöttinnen in vielen anderen Kulturen war auch die Maya-Göttin Ixchel eine Muttergottheit, die über Schwangerschaften und Geburten wachte. Zu den Naturphänomenen, die ihr zugeordnet wurden, zählten unter anderem Wasserfälle, Regengüsse und Regenbögen. Sie war außerdem die Göttin jeglicher Handwerkskünste, wie der Wasserfarbenmalerei und der Webkunst, die sie erfand. Sie war allerdings nicht nur fürsorglich. Ihr Haar bestand aus lebenden Schlangen, sie trug einen Rock aus Knochen und hatte ein legendäres Temperament. Es kann einfach mal keine schöne Gottheit geben oder sowas, sondern eine pure Gottheit, die nur für was Gutes dasteht. Irgendjemand hat immer irgendetwas Unheimliches oder Ekliges an sich, beziehungsweise steht für den Tod. Komische Sache. So, das Lager machen wir noch auf und ich nehme an, wir sind da ungefähr bei 20 Minuten, wenn ich hier zusammengeschnitten habe. Ich weiß es nicht. Also wenn es plus minus 2 Minuten sein sollte oder 3, keine Ahnung, tut es mir leid, aber hier ist erstmal Feierabend mit dem Teil. Leider nicht allzu viel passiert, außer dass wir so ein Albino-Schweinchen gefunden haben oder was auch immer. Und ja, jetzt ist Herausforderungsgrab. Jetzt geht es hier natürlich weiter ab dem nächsten Teil. Das wird auf jeden Fall heftig und dann sehen wir uns hoffentlich dort. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, ihr dürft mir gerne einen Daumen oben da lassen oder ein Abo, falls ihr neu bei mir seid und mich noch nicht abonniert habt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, das war Shadow of the Tomb Raider auf Tödliche Obsession mit mir von Nöher Gameplays als Hobby. Und viel Spaß noch auf YouTube und auf meinem Kanal sowieso. Bis dann. Tschüss.